Robby Treceppi von Bessi Lirion. Jetzt auf dem 7. Platz nach dem Sieg 10-3 gegen Gerzensee. Was liegt noch drin für euch in dieser Saison? Was liegt noch drin? Also wir wollen das Maximum rausholen, das was noch drin liegt. Also wir haben den Vorteil, dass gewisse Mannschaften vielleicht uns auch ein bisschen unterschätzen. Aber wir versuchen das Beste zu machen. Mal schauen. Eben, das Ziel ist eigentlich von euch offiziell Platz 6-10 im Mittelfeld, die erste Saison in der Suzuki Beach Soccer League. Aber eben, wenn ihr in die ersten vier Kämpfe sogar um die Meisterschaft mitspielen könnt, würdet ihr das auch mitnehmen, oder? Das ist natürlich ein schönes Geschenk für das Jahr. Für das, dass wir eigentlich das erste Mal sind in der obersten Liga von der Schweiz, wäre das natürlich hervorragend. Aber wir lassen mal unsere Ziele noch ein bisschen offen. Wir versuchen, wie gesagt, das Beste zu machen. Mal schauen. Wie ist bei euch die Situation im Verein? Ihr trainiert ja auf dem Juchhof in Zürich. Wie geht das? Habt ihr da genug Spielzeit dort? Ist es gut vom Platz her? Das Feld gehört eigentlich eben dem offiziellen Beachsoccer-Team Zürich. Wir gehen dort zweimal in der Woche, Montag und Donnerstag, trainieren ab 8:30 Uhr. Und eigentlich lässt sich das gut einrichten mit denen. Also wir haben unseren Fun dort, das ist eine schöne Anlage und wir können gut trainieren. Allerdings ist das Ziel, mal auch in Dietikon eins aufzubauen, wo wir dann für uns haben, oder? Wo wir dann auch ein bisschen freier können trainieren und vielleicht auch mehr aufbauen, was an Teams anbelangt und ein bisschen Bestärkung oder was auch immer in Zukunft. Wie ist eigentlich euer Verein entstanden? Wie ist die Vereinsgeschichte abgelaufen? Jetzt eben das erste Mal in der höchsten Liga in der Schweiz? Ursprünglich ist es so entstanden, dass wir eigentlich an einem Beachsoccer-Turnier, so quasi Grümpelturnier mitgemacht haben. Uns hat es einfach Spass gemacht und wir haben gedacht, wir wollen das ein bisschen mal anschauen, wie es aussieht, wenn wir das offiziell auf einer Liga machen. Und so ist die Geschichte eigentlich entstanden. Und jetzt sind wir schon seit dem 2009 dabei. Allerdings eben, wie gesagt, noch nicht auf der höchsten Liga. Jetzt, ab das Jahr, sind wir eben dabei. Es macht Spass. Wir haben diese Saison wie Profis haben auch Ausländer dabei, oder? Aus Deutschland, Verstärkung und sogar aus Norwegen. Wie kommen die zum Zug? Trainieren die auch mit euch trainieren unter der Woche oder kommen die einfach für Turnierwochenende in der Schweiz? Wir haben ein bisschen ausländische Verstärkung ab und zu. Die trainieren eigentlich seltener mit uns, weil das sind eigentlich schon Spieler, die das System kennen, sage ich jetzt mal so. Die natürlich Möglichkeit haben und eine Woche vorher können die reisen oder was auch immer, die trainieren selbstverständlich mit. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir sind, dass sie wissen, wie wir spielen und gerade in diesen Situationen eigentlich können einsetzen.